What is the state of the European Union after a year which featured terrorist attacks, waves of migrants, Brexit and rising nationalism? It depends on who you talk to, of course, but to Jean-Claude Juncker, European Commission President, making his State of the EU address to MEPs, there is a clutch of threats. Social injustice, unemployment and populism among them. Aber allzu oft entstehen Risse und Brüche. Allzu oft entsteht bequeme Fragmentierung dort, wo anstrengende Union vonnöten wäre. Dies eröffnet dem galoppierenden Populismus Räume, in dem es kein Miteinander geben kann. Populismus löst keine Probleme. Im Gegenteil, Populismus schafft Probleme. Which led him to the British vote to leave the EU. Wir respektieren und bedauern zugleich die britische Entscheidung. Aber die Europäische Union ist in ihrem Bestand nicht gefährdet. Wir wären froh, wenn uns das britische Austrittsgesuch möglichst bald erreichen würde. But he had this warning. Zu dieser Neuordnung gehört, dass nur derjenige uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt haben kann, der sich der Freizügigkeit der Personen und Arbeitnehmer verpflichtet fühlt. Es wird keinen Binnenmarkt à la carte geben können. Mr. Juncker promised to boost the European Investment Fund, supporting job-creating projects of SMEs and big players, to €500 billion by 2020, and he urged closer military integration. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de la seule puissance et capacité militaire de pays individuels. Nous devons ensemble prendre en charge la protection de nos intérêts. Much of it was well received by MEPs. The European way of life steht für die soziale Marktwirtschaft. Endlich faire Steuern für alle Firmen. Und deswegen auch von meiner Fraktion ein ausdrückliches Dankeschön, Jean-Claude Juncker und die zuständige Kommissarin, dass wir jetzt auch die Internetkonzerne, die schwerreichen Internetkonzerne, zu einem fairen Anteil bei den Steuern heranziehen. Danke dafür. Noi abbiamo un pericolo invisibile, quasi impalpabile. Questo pericolo si chiama paura. Per vincere la paura occorre intelligenza politica, determinazione e un grande cuore europeo. Not so for the British leader of the ECR. Today was billed as a relaunch, but sadly it's fundamentally the same mantra we've heard year after year. More military integration, more requests for money from member states, more debt for tomorrow's children to keep today's socialists happy. This answer from the Liberals. Our duty, our responsibility is to make from Brexit a success for Europe. We need European solutions and European capacities the fastest as possible. Europe is also the cure against the cancer of nationalism that we have today. Das europäische Haus muss wieder bewohnbar werden. Es muss für die Menschen bewohnbar werden, für die Bürgerinnen und Bürger, mit bezahlbaren Wohnungen, mit sicheren Jobs, mit nachhaltiger Entwicklung, mit sicherer Umwelt. All das gehört zusammen. And a plea from the Greens for Unity to leaders gathering this week in Slovakia to brainstorm a future without Britain. Es gibt so viele Quellen für Verunsicherung, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das können wir nicht alleine schaffen. From the far right, there were warnings of trouble ahead. It is clear there are no lessons that are going to be learned from Brexit. Indeed, it was the usual recipe, more Europe. And in this particular case, of course, more military Europe, a European army, a common defence. And it isn't going to change the rapid growth in opposition parties across the whole of Europe. En fait, le Brexit a brisé un tabou. Les Britanniques prouvent qu'il est possible de sortir de l'Union européenne et mieux d'en sortir à leur avantage. Les prévisions catastrophistes n'étaient que mensonges. The next weeks are crucial. There's the post-Brexit summit in Bratislava on Friday, then European heads of government meet later in the month.